Oi, da, was geht ab, Leute? Team Abelt hier. Heute mal wieder mit einem Tipps und Tricks Video. Und zwar geht es heute um Non-Fusion Area. Eine beliebte Side-Deck-Karte. Vor allem gegen Shadal jetzt, wo die wieder zurückgekommen sind. Aber bei der Karte gibt es ein paar Sachen zu beachten. Und das werde ich euch heute halt genauer erklären. Also, der Effekt der Karte ist einfach, kein Spieler kann Fusionsbeschwörungen durchführen. Die Betonung liegt auf Fusion. Man kann es halt gegen Shadow zum Beispiel sein. Da rechts seht ihr zum Beispiel Block des Shadow Fusion und El Shadow Fusion. Und darunter könnt ihr Helden sehen. Man würde meinen, dass Non-Fusion Area auch gut gegen Heroes ist oder Masked Heroes. Aber Non-Fusion Area funktioniert leider nicht gegen Masked Heroes. Und der Grund ist der Kartentext. Ich habe ja vorhin gesagt, bei Non-Fusion Area, die Betonung liegt auf Fusion. Und zum Beispiel Shadow-Fusion, gleich der erste Satz, da steht Fusion Summon ein Shadow-Monster, also Fusionsbeschwörung ein Fu Shadow-Monster, was halt nicht geht wegen Non-Fusion Area. Aber auf Maskenwechsel steht zum Beispiel Sende, bla bla bla. Und dann Spezialbeschwörung ein Masked Hero Monster von deinem Extra-Deck. Da steht halt nichts von Fusionsbeschwörung, sondern Spezialbeschwörung aus deinem Extra-Deck und deswegen kann Non-Fusion Area das nicht negieren. Eine andere Sache, die Non-Fusion Area noch auch nicht negieren kann, ist halt Kontaktfusion. Gladys, die halt nicht mehr relevant sind, aber dafür halt die Ritual Beasts, die ständig toppen, weil genau genommen das auch keine Fusionsbeschwörung ist und das steht auch auf zum Beispiel Ritual Beasts Alti Apelio drauf. Da steht halt, dass er spezial beschworen wird vom Extra-Deck, indem du halt die Sachen banished und da steht wieder nichts mit Fusion, sondern nur Spezialbeschwörung aus dem Extra-Deck. Und genau deswegen funktioniert Non-Fusion Area auch nicht dagegen. Das war so eine kleine Erläuterung zu Non-Fusion Area. Falls ihr überlegt habt, die zu siden, also gegen Shadal auf jeden Fall sehr gut, aber gegen andere Sachen halt leider nutzlos. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, der Tipp konnte euch weiterhelfen. Ansonsten wie immer, checkt unsere anderen Videos ab, liken, subscriben, kommentieren. Und ciao.